So, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Silbersusum. Es ist dann doch noch eine dritte Folge geworden, obwohl ich das gar nicht wollte. Ja, ich dachte, ich lasse dich mal kurz teilnehmen. Ich nehme euch mal kurz mit. Das war zumindest der Plan. So ist das halt. So passiert das. Ja, es ist. Ich mag das nicht, ne? Also, wenn ich jetzt da so ewig überziehe und da wirklich aus 15 Minuten dann 30 Minuten werden und das geht immer so weiter. Und das ist ja totaler Blödsinn eigentlich, weil. Ja, man zockt ja und es hat dann so einen gewissen Flow. Das ist ja einfach so. Und da kann das auch mal passieren. Aber. Wie gesagt, normalerweise seht ihr das in den Livestreams, da kann ich dann die ganze Zeit einfach labern und da ist es egal, wie lange ich dann streame. Aber in dem Fall jetzt hier ist das halt leider Gottes so. So, wir müssen mal ein bisschen Zeug nachkippen. Wandert der gerade oder bin ich das? Ne, der steht. Hätte mich aber auch ehrlich gesagt gewundert, weil hier ist ja gar keine. Doch, der wandert. Hä? Hier ist ja gar keine Bodenplatte, wo der wandern könnte. Oh, schon voll. Naja, egal. Ah, der ist wahrscheinlich zu schwer gewesen. Ah, okay, das erklärt so einiges. Ja, man sollte die Schaufel nicht man sollte die Schaufel nicht zu voll nehmen oder den Mund zu voll nehmen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das noch war. So, wir brauchen Wasser. Und zwar für die Flüssigdüngerproduktion. Da war ich ja ursprünglich dran gewesen. Ey, das ist. Wenn das so nicht so oberkrass realistisch wäre, ne? Alles. Echt Wahnsinn. Das ist schon wirklich. Kann man nicht anders sagen. Echt episch. So. Warum hat ein Stuhl eigentlich Rollen? Das ist doch eigentlich total dumm. Man verpasst einen Stuhl Rollen, damit er wegrollen kann. Das ist eigentlich echt irgendwie schräg. Also ein bisschen Flexibilität ist ja okay, aber mich nervt es jetzt gerade irgendwie, weil die so gut rollen und meine alten halt nicht mehr gerollt haben. Beim Alten muss man halt immer den Stuhl dann quasi einmal umstellen, ne? Also so. Ich meine, nach 30 Jahren, wie gesagt, da mache ich dem gar keinen Vorwurf. Ganz im Gegenteil, aber es ist halt ein krasser Vergleich, jetzt so, den ich jetzt gerade habe, ne? Das ist wie Kugel gelagert und halt eben nicht Kugel gelagert. Das ist kein Scherz. Das ist schon krass. Hier muss eigentlich Wasser sein unten im Graben. Mal gucken, ob wir da irgendwie rankommen. Ha! Guck einer an. Wahnsinn. So, also selbst im Fliegen ist es so warm, die wollen sich auch nicht bewegen. Das ist schon krass. Eigentlich sollte es heute regnen. Ne? Wie gesagt, wir sind aber immer noch am Montag. Eigentlich hatte ich nur die Stunde Zeit gehabt. Ich bin jetzt eigentlich quasi durch, aber. Naja. Eigentlich sollte es heute regnen. Bisher hat es noch nicht geregnet. Ich hoffe einfach mal, dass es in den Abendstunden irgendwie noch ein bisschen regnet. Sieht momentan auf jeden Fall danach aus. So, mal gucken, ob wir das Wasser hier voll kriegen. Wenn, müsste ich doch dann auch eine Anzeige kriegen, oder? Komm schon. Du willst es doch auch. Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich kann ich dich abkippen. Okay, es war ein Textbeitrag. So, mal gucken, wie viel Wasser der frisst. Eigentlich müsste der viel, viel mehr Wasser fressen als Nitram. Oder als Flüssigdüngerkonzentrat. Eigentlich müsste das halt wirklich schon ein ziemlich krasser Unterschied sein. So. Ja, aber ansonsten, oh, wir können schon. Seht ihr das?
Die erste Wachstumsstufe ist hier schon drauf. Hier könnten wir theoretisch schon düngen. Ich hole jetzt einmal noch Wasser. Müssen wir uns jetzt beeilen. Ja, den Frontlader muss ich leider abhängen. Ich würde das wirklich gerne dran lassen, aber der Server hatte schon Probleme gehabt mit Gewicht plus Frontlader. Das will ich dem nicht antun. Ne? Und bevor der deswegen wegen so einem Kack wieder abschmiert, bauen wir jetzt schnell noch den Frontlader ab. Ich setze den eigentlich hier immer an den Rand, je nachdem, was ich halt gerade mache. Aber in der nächsten Zeit werde ich wahrscheinlich keine Schaufel jetzt noch da reinfüllen müssen beim Saatgut. Sag mal. Ah, da war ich zu schnell. Da wollte er zu viel. So. Dann lassen wir nämlich das Wasserfass gleich da stehen. In der Nähe. Oh, der produziert schon. Glaube ich. Ich glaube, der produziert schon. Hört sich zumindest danach an. Also ich höre zumindest was. Sagen wir es mal so. Aber ich glaube, ihr hört das ja auch. Wie gesagt, wir lassen das Wasserfass jetzt direkt hier in der Nähe stehen. Ja, ein bisschen was produziert hat er anscheinend schon. Dann muss ich mal gucken, welches Ding das denn überhaupt war. Wo man dann theoretisch dann den Flüssigdünger direkt rausziehen kann. So, dann gehen wir mal die Spritze holen, samt Frontfass. Wir haben noch kein Mod-Frontfass. Ich weiß, ihr würdet das mit Sicherheit feiern, wenn wir da so ein bisschen mehr in die Realismus-Schiene reingehen. Jetzt darf man nicht vergessen, das ist wie gesagt Multiplayer. Und es gibt halt Leute, die beschweren sich darüber, dass ich jedes Mal irgendeinen neuen Mod installiere. Und genau bei Silbershusum würde mir das halt auch passieren. Deswegen ist das Ganze aber auch kein... Warum kann ich dich denn nicht anheben? Hä? Machst du das alles automatisch? Singleplayer-Projekt geworden, weil ich würde das ungern alleine spielen, weil das so eine Riesenkarte ist. Und ich glaube, ihr habt da auch Spaß dran. Gar keine Frage. Wenn es halt so realistisch wie möglich sein soll, ja, dann muss ich halt ein Singleplayer-Projekt starten. Dann können wir eigentlich da rumhantieren, wie wir wollen. Dann sind wir auch nicht von irgendwelchen Problemen beeinflusst, ne? Das ist, wie gesagt, das ist wirklich Beeinflussung. Das ist kein Scherz. Also, wenn etwas nicht läuft, mich persönlich frustriert das mega. Ich versuche das zu fixen, stecke da tagelang Arbeit rein und komme mit meinen Sachen halt nicht weiter. Und geht einfach nicht. Ist leider so. So, wenn ich jetzt wüsste, wo denn bitte schön jetzt die Ausgabe ist. Also aus 25 Konzentrat zieht der ernsthaft 2500 Liter. Krass. Das heißt, theoretisch sind das hier allein schon 10.000 Liter. Ich glaube, wir gehen uns noch mehr von diesen kleinen Dingern holen. Das ist ja richtig krass. Wir können die ja schön eigentlich auch in der Werkstatt hinten lagern. Coole Sache. Das ist nämlich auch zum Beispiel so eine Sache, ne? Es gibt im Mod-Hub einen Schrank, der nennt sich Beiser. Ist ein Prefab, also den muss man einbauen. Den würde ich mir hier zum Beispiel irgendwo hinstellen, da kannst du auch eine Tür aufmachen. Und da würde ich dann zum Beispiel halt auch so ein Giftzeichen drauf machen, wie das halt auch so ist, wie der das ja auch hat. Der hat ja einen extra Schrank, wo er halt seine Pestizide etc., also seine Spritzsachen da drin lagert. Muss er ja. Und wie gesagt, genauso würde ich das halt auch machen. Ich würde mir dann hier noch so einen Beiserschrank einbauen. Dann müsste ich aber die ganze Karte wieder runterholen, aufmachen für einen Schrank. Und dann hörst du wieder das Gemecker. Oh, jetzt hat die ja mehr als 500 MB. Jetzt muss ich mir die ja wieder runterladen.
Ich kann das nachvollziehen, wirklich. Also, ich kann das nachvollziehen. Ich habe jahrelang mit einer Tausender Internetleitung gespielt. Aber ich kann nichts daran ändern, dass es halt nun mal so ist, wie es ist in Giants oder bei Giants. Und ja, deswegen, da kann ich halt auch nichts dran ändern, ne? Aber deswegen halte ich mich gerade bei so Sachen auch zurück. Und das würde ich dann zum Beispiel im Singleplayer machen. Aber wir haben auch genug andere Singleplayer-Projekte, das kann man nicht anders sagen. Wo ich mich auch wirklich drauf freue. Und die Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Ich weiß ganz genau, das wird immer anders sein. So wie ich gehört habe, soll wirklich diese Woche noch die Oberlausitz dann rauskommen. Und ich wäre sehr traurig, wenn ich keine Zeit hätte, die dann halt zu spielen. Ja. Das ist ganz klar. So, darf man hier schon was entnehmen? Oder muss man sich hinten anstellen? Ach, ja, ist okay. Natürlich entleeren. Gib Gas. Hätte ich mal drüber nachdenken können, ne? Dass ich nicht das Frontfass ausgewählt habe. Aber, wie gesagt, man kann über Giants sagen und über die Standardsachen, was man möchte. Ein paar coole Sachen haben sie ja. Das ist einfach so. Siehe den kleinen Balken unten rechts, der sich jetzt dreht. Ich mache mal das Fenster auf, dann sieht man es besser. Ne? Hier unten rechts, das Ding. Es bewegt sich. Geil. Und so Sachen feiere ich dann doch irgendwie auch bei den Giants Standardgeräten. Das ist schon okay. Kann ich mitleben. Auf geht's zum Spritzen. Hier ist auch nichts mit GPS, das ist. Nein! Kann ich da jetzt noch drüber fahren? Oder muss ich das jetzt wieder alles umschrauben? Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe vergessen, die Reifen umzuschrauben. Ich wollte eigentlich auf Pflegebereifen gehen. In der Wachstumsstufe geht es anscheinend sogar noch. Stellt das kein Problem dar. Ja. Ich würde sagen, ich mache das Feld hier auf jeden Fall jetzt mal gerade schnell fertig. Wenn ich es schaffe, das in Zeitraffer zu schneiden und das weniger als 15 Minuten frisst, dann mache ich das. Ansonsten sehen wir uns jetzt gleich, wenn ich fertig bin. Ich werde mir auch, glaube ich, erstmal genüsslich das kleine Feld dann gleich snacken. Müssen wir mal gucken. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Aber es glaubt oder nicht, dieses Feld hier, das hätte ich jetzt hinbekommen in der Zeit, aber das lassen wir lieber mal. Weil das Problem ist,
Ich muss da gleich mal gucken, dass ich das da mit dem GPS und so weiter dann ein bisschen hin und her schiebe und damit das halt läuft, ne? Hier haben wir auch kein vernünftiges GPS, das ist alles irgendwie nicht so optimal. Und drüben bräuchte ich 4 Bahnen, hier sind es 6 Bahnen, 7 Bahnen, irgendwie sowas. Also es ist noch genug zum Spritzen, jetzt waren allein schon 10 Minuten um. Und das sind die ersten beiden Felder. Das große Feld, Feld 6, fehlt noch. Aber ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich muss einfach aufhören. Es tut mir leid. Tja, ich werde den jetzt so laufen lassen. Möglichst dann gleich auf Helfer, damit er einfach spritzen kann. Und dann werde ich arbeiten gehen. Das ist einfach so. Ich habe da keine Zeit mehr für. Ja, ich habe mich natürlich dummerweise noch ein bisschen festgefahren. Das kommt auch noch hinzu. Habt ihr ja, glaube ich, gesehen. Und konnte ihn aber dann mit dem 681 doch noch retten. Zum Glück. Hat dann doch irgendwie noch ein gutes Ende gefunden. Ja, manchmal ist das so, ne? So, also wie gesagt, zum Ende hin mit dem GPS werde ich dann mal den Helfer einschalten. Dann wird er wahrscheinlich wieder kreuz und rüben fahren. Aber das ist mir dann, muss mir dann jetzt egal sein. Ist leider so. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Nächstes Mal hoffentlich vielleicht, wenn im Livestream ist am Wochenende. Gehe ich da mal von aus. Wenn nicht, schon geschehen. Und ansonsten bastle ich jetzt wieder weiter an meiner Karte. Auch wenn die hier nicht fehlerfrei ist, das kann ich jetzt schon sagen. Kann ich jetzt leider keine Rücksicht mehr so großartig drauf nehmen. Ich muss halt einfach gucken. Ja, dass das irgendwie alles am Laufen bleibt. Aber ich kann es hier nicht ewig noch dran rumwerkeln an der Silbersusum. Außerdem kommt eh bald wieder ein Update. Update ist schon in Planung. Ich hoffe, er berücksichtigt doch das eine oder andere, was die schon gesagt haben. Ja, na gut. Ich würde sagen, wir hören uns, wir sehen uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.